So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Test von mir. Wie ihr schon sehen könnt, beziehungsweise lesen konntet im Titel, geht es heute um die King Cobra von Fire Event, die Neuheit 2014-2015. Haben ja insgesamt eine NEMFO von 30 Gramm, das ist auf den Böller gerechnet 6 Gramm pro Böller, was recht ordentlich ist. Ich habe hier schon mal eine Packung aufgemacht und eine rausgeholt. Also von der Verarbeitung her sind die recht schön. Hier unten eingedrücktes Papier und oben auch. Ich bin recht gespannt auf den Test. Bei Röder Feuerwerk waren die ja sehr, sehr gut. Wobei der Ort, an dem Röder zündet, nicht wirklich top ist für Böllervergleiche bzw. Böllertests. Nachdem ja der Schall am Berg oben sehr verloren geht und man eigentlich keinen hört. Deswegen geht es heute an eine bessere Location, da werden die nochmal getestet von mir. Und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden. Also. Richtiger Scheiß dagegen, so ein Booster, ne? Okay. So, noch mal kurz das Fazit zum Test. Also der Böller hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der ist wirklich richtig gut. Der Knall war recht dumpf. Ihr habt das ja gehört im Vergleich zum Big Booster 2. Überhaupt kein Vergleich. Der Knall war heller vom Big Booster 2. Und ja, auch vom Druck, den man gespürt hat, da kommt der Booster einfach nicht ran. Von mir also eine klare Kaufempfehlung. Sind natürlich recht teuer, das muss jeder selber wissen, ob er den Preis dafür zahlen möchte, für einen guten Böller. Aber meiner Meinung nach, lieber kaufe ich mir 5 gute Böller, anstatt eine Packung voller Rotz, den ich dann nach der 4. Packung spätestens keine Lust mehr habe zum Zünden und die einfach nur noch wegschmeiße. Da habe ich dann auch keinen Spaß dabei. Und hier seht ihr den roten Corsair, den gibt es dann im nächsten Test. Und dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß beim Gucken der anderen Videos und ein schönes Wochenende.